So, hallo und herzlich willkommen bei Stürme und ja, erst möchte ich mal was sagen und zwar, ja, mein Computer hat ein Update gemacht, also Windows. Ja, seitdem sind alle Daten weg. Also meine ganzen Videos, meine Musik, meine Thumbnails, alles ist weg. Ich habe jetzt mal hier so ein Programm auf dem Computer, der schaut jetzt mal die Festplatte ab. Mal gucken, ob noch irgendwas zu retten ist. Ja, ich muss jetzt neue Thumbnails machen. Ich muss. Ja, mir fehlt jetzt hier rundherum habe ich immer so. Also hier oben hatte ich immer so Dings gehabt. Da. So Tannen und so. Habe ich jetzt mal weggelassen, weil habe ich natürlich jetzt auch nicht mehr. Ich habe auch die Weihnachtsmusik nicht mehr. Da schaue ich mal, dass ich die nächste Zeit nochmal alles neu runterlade oder ja, mal schauen. Deshalb gibt es heute zwei Türchen, die 10 und die 11. Und die 11 öffnen wir gleich. Ja, würde ich sagen, bis gleich. War das 10. Türchen des Bier-Adventskalenders. Ja, das 10. Türchen schon, noch 14 Türchen danach. Und dann haben wir Heiligabend. Jo. So, ich bin gespannt, was wir hier in Türchen Nummer 10 haben. Gestern hatten wir ein Schwarzbier drin. Jo. Dann schauen wir mal. Hier ist Türchen Nummer 10, das ich jetzt öffne. So. Oh. Zack. Oh, was ist das denn? Paderborner Pilger. Naturtrüb. Naturtrüb, mild, süffig und bernsteinfarben. Gebraut mit ausgesuchten Hopfensorten und erlesenen Malzen. Ah ja. So, was hast du? 5% Alkohol. Ah ja. Oh, ob das schmeckt, da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt mal gespannt. So. Schauen wir mal. Oh, da kommt schon der Schaum. Tschum. Hat die Tollwut. Ist gar nicht so schlecht. Ja, kann man trinken. Pilger Naturtrüb, okay. Ist echt fein. Also das könnte jetzt mein zweitliebstes Bier hier aus dem Kalender werden. Oder ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, dann öffnen wir mal Türchen Nummer 11 und die 11 ist hier unten. Ja. Mein Intros und alles auch weg. Ja. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Ich habe mal nachgeguckt, also gegoogelt. Also es war nicht nur bei mir so ein Problem, sondern auch bei vielen anderen. Die haben es dann auch irgendwie so wie ich gemacht. Weil vorher ging es noch. Ich konnte ja noch die letzten Videos machen. Dann habe ich den Computer neu gestartet. Und auf einmal war alles weg, weil ich alles verschoben habe. Wieder in meiner Videothek und oder wie das heißt. Ja, egal jetzt. So, wir haben hier Holstenpilsner Premium. Frisch herb. Dann noch schön kühl. 4,8%. Ja. So, dann öffnen wir mal die gute Dose. Und probiere mal, wie das schmeckt. Also Holsten habe ich bis jetzt auch noch nicht getrunken. Prost, Leute. Ne. Also es schmeckt, aber nicht so wie Bitburger oder sowas. Ja, steht auch herb, ne, herb, doch, da unten steht frisch herb drauf. Okay.
Also es ist nicht mein Bier. Also hier sind viele Biersorten drin, die mir nicht so schmecken. Aber man kann es ja mal probieren. Vielleicht findet man sich ein neues Bier hier drin. Ja, da würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Schaut mal bei Stürmi und OP vorbei. Da habe ich das gleiche Problem gehabt. Natürlich habe ich auch zwei Türchen geöffnet, 10 und 11. Schaut da vorbei, guckt es euch an und da würde ich sagen, bis morgen und auf Wiedersehen.